Filmfakten. Vor seiner Karriere als Schauspieler und Komiker hätte Ben Stiller fast Musiker werden können. Während seiner Schulzeit war er nämlich Drummer in einer Punkband. Tom Cruise will nicht, dass Spielzeuge oder Videospielfiguren nach seinem Vorbild erschaffen werden. Praktisch sämtliche Anfragen von Entwicklungsstudios und Spielzeugherstellungsfirmen ließ der Schauspieler ablehnen. Und apropos Tom Cruise, laut eigenen Aussagen konnte der Schauspieler wegen ausgeprägter Dyslexie bis ins Erwachsenenalter kaum lesen. Steven Spielberg gilt als vielleicht einflussreichster Filmemacher unserer Zeit. Tatsächlich wurde der Regisseur aber auch oft abgelehnt, unter anderem von den Verantwortlichen des James-Bond-Franchises. Spielberg fragte zweimal an, ob er einen James-Bond-Film inszenieren könnte. Beide Male wurde er abgelehnt.